Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Redcon. In der letzten Aufnahmerunde sind wir leider ein kleines bisschen gescheitert. Aber ich hoffe, das können wir in dieser Runde wieder wettmachen. Ich überlege gerade, die Ausrüstung möchte ich eigentlich so beibehalten. Probieren wir es einfach nochmal aus. Letzte Runde habe ich ja einfach nur eine verlassene Kathedrale, die... frage mich, was sie dort verstecken. Dann war es wohl das böse Ding hier. Aber was wir machen, Doppelschuss brauchen wir zuerst. Die dicke Bertha schießt auch einfach normal drauf. Der Laser schießt auch hier drauf. Sperrfeuer dann hier drauf. Aber erst, wenn ich das Okay-Signal zugebe. Also warte mal, das müssen wir machen. Anschalten müssen wir es. Ah, okay, jetzt bin ich richtig. Spittelbomben, Blendbomben. Wir schicken alles wunderbar gleichermaßen drauf los. Okay, der wäre bereit. Aber bisher nur der. Aber es macht nichts. Wir können zumindest seine Schilde mal schwächen ein bisschen. Feuer frei. Sag ich nicht nein dazu. Na komm, na komm. Noch ein kleines bisschen mehr, ein kleines bisschen mehr. Du kannst eigentlich auch gleich mit drauf schießen. Ihr zwei könnt euch Dauerfeuer machen. Da habe ich absolut nichts gegen einzuwenden. Hauptsache in irgendeiner Art und Weise ist das Schild etwas, ja, eingedrückt. So, du, Feuer frei. Das trifft zum Glück immer. Und hier ist Operation Dauerfeuer. Alles drauf schießen. Alles drauf schießen. Die kommen nicht hinterher. Jüp, 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 jüp. Definitiv gut, definitiv gut. Ein riesiger Massenangriff. Das stimmt, das stimmt. Das finde ich toll. Na komm, mach mich vollends kaputt. Eine Schande bist du, eine Schande bist du. Für unser glorreiches Reich bist du eine Schande. Und musst liquidiert werden. Was soll ich gerade sagen, was macht denn der? Der könnte doch einfach die Verteidigung außer Kraft setzen, dann... Ich weiß nicht, wäre es etwas sinnvoll? Dankeschön. Übernahme, Niederlage, wunderbar. Wo ist der Nuke-Button? Ich würde gerne den Nuke-Button einsetzen, verdammt noch eins. Ja, wo ist, kann den Nuke-Button nicht einsetzen. Geht nicht, okay. Müssen wir es anders machen, müssen wir es anders machen. Was ist denn, wenn ich nur Energiewaffen verwende? Habe ich überhaupt, genug Energiewaffen? Sagen wir es mal so. Was haben wir denn alles? Mit noch eine EMP anzubieten. Das ist natürlich auch was. Ein Transportmodul im Inneren eines großen Interkontinentalgebiets bringt zwei tapfere Soldaten ans Ziel. Nein. Leider nein. Ich will die Rakete auch einsetzen, aber der Laser zerbröselt mir die, bevor sie überhaupt ankommt. Noch anzubieten. Jetzt haben wir nicht viel. Sonst haben wir wirklich nicht viel. Schwerkanal Typhon ist natürlich was. Mauerbrecher. Normale Knarren bis zum Umfallen. Das wird auf jeden Fall gehen. Die hätten wir. Ihren Pionese hätten wir auch. Was wir sagen, wirklich, komm, wir machen reine Ballisten-Power. Achso, eine kann ich gar nicht mehr kaufen. Okay. Was wäre das mal? Sturmregen. Wäre das was, wo man sich überlegen könnte? Also das weg. Dich hierhin, dich dorthin. Und dich da runtersetzen. Brauche ich den Raktor überhaupt? Eigentlich nicht. Raktor könnte ich mal eigentlich sparen. Abwehr haben wir auch genug. Betriebsräume bräuchte man... Oh Gott. Flottenkommando. Für Fallschirmjäger wäre natürlich was. Geheimoperation, die habe ich leider nicht da. Ich habe eine Waffenkammer. Ich glaube, das können wir noch machen. Hier die Waffenkammer einfach reinbritzeln. Aber sonst... Wenn wir
Je mehr Kugeln. Okay, wobei Laser. Na. Wie viel würde ein Laser kosten eigentlich? 700 für einen Laser. Aber Kugeln richten wesentlich mehr Kollateralschaden. Ne, bleib mal bei Kugeln. Komm, bleib mal bei Kugeln, ja. Präzisionskanone Aaron. Erschütterungskanone. Ein Bediener verkürzt die Nachladezeit um 40% und erhöht die Genauigkeit noch weiter. Boah. Na, wisst ihr was? Wir probieren das mal aus. Wir probieren das mal aus. Wir haben jede Menge Kugeln. Bräuchten wir das eigentlich? Ah, doch, das bräuchten wir. Habe ich gerade gesehen. Brauchen wir doch. Okay, das heißt aber, dich da einsetzen und dich nach da unten setzen, damit dir auch ja nichts geschieht. Okay, gut, probieren wir aus. Probieren wir aus. Einmal bitte schlachten. Ja, ist alles gut, ist alles gut. Das Einzige, was wir wollen, ist diesen Raum hier einnehmen in allem, was wir so finden können. Hupperte. Das mit so vielen wie nur irgend möglich. So, hier. Wenn wir das schaffen könnten, das wäre wunderbar. Das ist sogar wunderschön. So, Dauerfeuer. So, wunderschön. Da fängt man schon mal an. Erste Salve hat funktioniert. Zweite Salve, ich glaube, das tun wir immer auf Halt stellen. Und dich schlagen wir jetzt mal nach da oben. Ah, nee, warte mal. Bleib da unten, alles gut, alles gut. Du bist ja gut aufgehoben. Hätte ich am Anfang echt gleich machen sollen. Es gibt nichts Besseres, als einfach Unmengen an Kugeln in den Feind reinzujagen. Lass sie brennen, die Sonne. Wir machen zwar keinen Schaden, aber wir nerven ihn ungemein. Das ist schon mal das Wichtigste überhaupt. Ihn ungemein nerven. Jups, nächste. Warte mal, bis ich hier Feuer reinleg. Na mal, aber sowas von viel Feuer rein, du. Hey, hey, hey. Genauigkeit müssen wir noch ein bisschen trainieren, aber es macht nichts. Es macht nichts. Kommst du noch mit rüber? Dann haben wir unsere Genauigkeit. So, ich bitte darum. Die Gebärder schießt hinterher. Okay, das war jetzt nicht so gut. Ein bisschen zu spät geschossen, verdammt. Okay. Müssen wir leider mitleben. Müssen wir noch eine Runde abwarten. Aber das kommt gut, das kommt gut. Wir haben seine Schildfrequenz auf jeden Fall runtergeballert. Ich glaube, das Spiel davon mache ich einfach eine Verkürzung draus. Jupp. Wunderbar, wunderbar. Genau das wollte ich doch. Jede Menge Morden Totschlag. Und solange meine Kollegen hier gut noch zurechtkommen, kann man auch nichts dagegen sagen. Jupp. Ihn wieder genervt. So viel können die gar nicht in ihre Schüler investieren, wie ich an Kugeln reinvestieren kann. Ja. Wobei, sie können doch ein bisschen gut mithalten. So ein bisschen zumindest, aber nicht ewig. Nicht ewig durch den Attack. Und beim nächsten Angriff ist auf jeden Fall hier auch wieder unsere Kanone mit dabei. Okay, du weißt es auch mal. Wir machen jetzt einen Mega-Angriff zusammen. Dazu muss ich kurz warten. Okay, jetzt darfst du schießen. Und den hinterher schießen. Und Bingo! Oh Gott, ja. Okay, das muss ich jetzt immer machen. Wobei, egal, scheiß auf. Wobei, egal, eigentlich gar nicht mal. Feuer halten, Feuer halten, Feuer halten und Feuer halten. Ihr müsst immer gleichzeitig schießen. Hat sich jetzt gerade mehr als bewährt. Dankeschön. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Und du ein bisschen hinterher. Feuer frei. Wunderschön. Wunderschön. So kann man Schaden anrichten. So kann man mehr als guten Schaden anrichten. Wieder alles anhalten, bitte. Dankeschön. Euch geht's gut, euch geht's gut. Niemand kann euch ja das anhaben. Und das nächste. Ich muss eigentlich einen Schnellknopf für die ganze Aktion hier haben. So. Du kommst auch wieder hinterher geschossen. Er kommt genau immer rein. Das ist geil. Das ist mehr als geil. Ich kann die Schilde genau so lange unten halten, wie ich einen Monster-Mega-Angriff machen kann. So. Und abfeuern. Dass man das richtig schön in Reihe macht. Und ich bilde rum, ich bilde rum, ich bilde rum. Yep, wunderschön. Das gleiche noch einmal. Ich muss es nur einmal gut treffen können. Nur ein einziges Mal. Das Problem ist, glaube ich, hier unten 55% die Chancen, dass ich das Ding treffe, ist zu gering.
50% heißt nämlich, die Hälfte der Schüsse geht dran vorbei, wobei ich ihm Schaden anrichte. Ja, ich muss das hier kaputt machen. Ich muss schauen, dass ich das hier irgendwie kaputt mache. Au, sage mal. Das hätte ich aber nicht sein. Du bleibst schön hier. Ich möchte eigentlich deine Kanone im Hintergrund haben, verdammt noch eins. Jetzt da, dankeschön. Nochmal. 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 Eventuell sogar mit Spielbomben? Ne, es dauert zu lang, es dauert zu lang. Spielbomben bauen zu lang. Aber wäre gar nicht mal so schlecht, dann könnten sie gar nicht mal reparieren. Das machen wir beim nächsten Mal. Das machen wir aber sowas von. Tun wir alles rein, oder? Spielgranaten. Was dem Mann so alles einfällt. Jetzt hast du es aufgehalten, aber nicht für ewig. Nicht für ewig, mein Freund. Okay, nächsten sind... Oh fuck, ich hab's nicht angehalten. Ich hab's leider nicht angehalten. Macht nix. Macht nix, kriegen wir auch so hin. Kriegen wir auch so hin. Muss auf jeden Fall immer angehalten sein. Und eventuell... Na, schade. Sie sind weg, sie sind weg. Sie haben was opfern müssen und sie können ihre Leute auch nicht teilen. Also wenn sie einmal weg sind, sind sie weg. Und können es ungefähr zeitgleich ablaufen? Nicht ganz, nicht ganz. Okay, müssen wir kurz pausieren. Müssen wir ganz schnell pausieren, nur damit es alles zeitgleich schießt. Weil das möchte ich doch machen. Das muss doch funktionieren. Alles durchschießen. Damit die Schilde weg sind. Oh, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Verfehlt, verdammt noch eins. Ganz knapp, ganz knapp. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Okay, du musst angehalten werden. Du musst angehalten werden. Und sobald der Rest geschossen hat, darfst du mitschießen. Jetzt da. Wunderbar. Besatzung ausgelöscht. Okay. Jetzt gibt's den Mega-Hype. Das ist, nicht ganz, nicht ganz. Wir brauchen noch eine Runde. Brauchen noch eine Runde? Danach hypen wir dich weg vom Fenster. Wenn da nämlich keine mehr drin ist, kann auch alles gut laufen. Danke. Okay, jetzt da. Bleib hier. Wir haben hier, was wir wollen. So, du auch? Du auch? Alles frei, alles frei. Hier darf alles geschossen werden. Passt. Okay, nicht ganz, aber okay. Der Mann darf gleich wieder was über Null, so wie es ausschaut. Verdammt noch eins. Versetzt euch alle mal in die Lage, dass sie hier reinspringen müssen. Und zwar so schnell wie möglich. Oh Gott. Lass ihn hochkommen, lass ihn hochkommen, lass ihn hochkommen. Ihr macht ihn schon fertig. Juppi, was ist so aus? Er hat sich fertig gemacht. Du musst nach da gehen und du musst dort rüber gehen. Dann seid ihr alle soweit wie in Sicherheit. Der nächste ist so gut wie tot. Oh Gott, ja. Das war der einzigste. Das war der erste und der letzte, den ihr mir auf diese Art noch rauben werdet. Ich werde euch jetzt ausbuchsieren nach und nach. So schaut es nämlich aus. Man muss nur wissen, wie es funktioniert. Dankeschön, der nächste ist tot. Damit ist keiner mehr in der Kanzel, um sie zu schützen oder zu reparieren, meine Freunde. Ihr wisst, was das heißt. Die Kanzel wird von mir eingeäschert werden. So schaut's aus. So. Ein massiver Angriff auf alles. Dafür müssen wir wieder alles auf Stopp setzen. Es wird alles gleichzeitig abgefeuert werden. 3, 2, 1. Okay, jetzt können wir machen. Tut mir leid, er hat jetzt gerade eben einen Schlimmschlag anstecken müssen. Aber damit muss er leider durchkommen. Wunderbar. Brandgeschosse, so muss es sein. Oh, können wir vielleicht den hier austauschen? Du gehst hier rüber kurz. Und du gehst hier rüber. Okay, dich halten wir jetzt wieder an, bis der Rest soweit ist. Okay, und jetzt hinterher. Jetzt hinterher schießen. Bitte sag mir, du kriegst ihn kaputt. Bitte sag mir, du kriegst ihn kaputt. Ja! Der nächste. So wird doch ein Schuh draus. Juppie.
Ihr habt nicht mehr genug, um eure Schilde aufrechtzuerhalten, wie ich sehe. Das heißt, so viel wie wir werden uns jetzt dran machen, gegen eure Offensive vorzugehen. Oh, schade. Jetzt durch den Gewissheit mit den anderen kaputt gekriegt. Aber die sind beschäftigt, die sind mehr als beschäftigt. Das heißt, Operation Dauerfeuer wird jetzt auf jeden Fall gut funktionieren. Besonders, wenn der Gegner sich gerade eh nicht wehren kann. Aber wenn, dann machen wir wieder einen Massenangriff. Beziehungsweise, apropos Massenangriff. Du bist auf Halt gestellt. Genau das, was ich wollte. So bist du auch auf Halt gestellt. Okay. Dann schießt der hier auf die hier drauf. Die Mörser hier drauf. Und ihr alle auch hier drauf. Hauptsache, dieses Geschütz ist auch noch voll ins Weg vom Fenster. Beziehungsweise, wir können, Moment. Wir können das Männchen hier unten lahmlegen. Ja, wobei nicht ganz. Nicht ganz, das Ding ist noch im Weg. Müssen wir auf nächste Runde warten. Müssen wir eine Runde kurz warten. Jetzt war es halt auf Halt. Das ist richtig. Die große Bertha ist fertig. Okay, schade war's. Gut, dann haben sie eben noch einen Mörser, sage ich auch nichts dagegen. Gegen den können wir jetzt aber hier wunderbar vorgehen. Und zwar mit Splitterbomben. Wenn du fertig bist, kannst du auf das hier stehen, das ist eh plus immer eins. Das ist eh plus immer ein einziges Geschütz. Oh mein Gott, willst du mir etwas sagen? Jupp, definitiv! Ihre Abwehr ist am Wanken, ist am Schwanken. Das war das kleine Bauteil, was wir noch gebraucht haben. Einfach noch mehr Kugeln. Oh, nicht mit mir. Nicht mit mir. Schick den Mann mal da hoch. 60% Feuer da unten reinzukriegen. Das schaffen wir. Das sollte eigentlich das geringste aller Probleme sein. Sollen wir nochmal koordiniert machen? Ich glaube, wir sollten einen koordinierten Angriff starten. Er wird auf jeden Fall mal auf Halt gestellt. Alles andere wäre nicht gut. Oh, wunderbar. Das heißt, die Knarre müssen wir eigentlich eher wegschießen am Anfang. So, das nächste. Sobald du auch noch fertig bist, können wir jetzt eine fette Salve starten. Bitteschön. Und bitteschön. Wunderbar, Feuer ist auch noch ausgebrochen. Damit brauchen wir das nicht mehr, sondern nur noch den hier. Das heißt, es ist so gut wie keiner da, der die Schilde macht. Definitiv keiner da, der sich irgendwie um die Schilde kümmert. 80%. Scheiß auf die Abwehr, wir müssen die Schilde wegkriegen. Du kannst da jetzt einfach so drauf schießen. Sag ich auch nicht nein dazu. Waren sie gerade noch aufs Falsche eingestellt? Okay, das kann sein. Das kann wohl übel sein. Den Fehler gestehe ich gerne ein. Ach, komm schon. Na. Der lädt auch... okay, der lädt auch allgemein nach. Okay. Aber nicht, wenn er mir beschädigt wird, so wie es ausschaut. Da scheint er so ein paar Probleme zu haben. Wahrscheinlich mit der Tatsache, dass er beschossen wird, während er sich versucht aufzuladen. Okay. Nachdem da keiner mehr drin ist, müssen wir die Abwehr hier etwas demolieren. Ja, wobei, die eine Granate kann von oben reinschießen. Die soll treffen, da habe ich kein Problem mit. Wunderschön. Ein Traum von einem Schuss. So. Wenn du irgendwann drankommst, spreng diesen Bungalow. Das ist mein Wunsch an dich. Spreng das Ding einfach in die Luft. Nicht mit mir. Okay, da müssen wir jetzt warten bis... warte mal. Wir müssen gar nicht mehr warten. Der Gegner ist eh schon weg vom Fenster. Okay. Ich glaube, wir müssen einfach nur eine riesen fette Salve auf alles hier abschießen. Blub.
damit können wir feierlich sagen, diese Kathedrale ist zerstört. Ja. Gebiet gesäubert, Unteroffizier vorrücken und Gebiet absuchen. Alle gefundenen Informationen sind extrem wichtig. Will ich auch mal sagen. Du Befehl! Bis zur Vernichtung vergast. Das hat viel zu lange gedauert. Komm, Anders, schnell! Das Bollwerk wird belagert. Meine wichtigste Verteidigungssiege bricht zusammen. Ist noch nicht so gut. Oh. Eine Gegenoffensive der Krux mit einem Verbrennungsstrahl ganz versöhnt mich. Lass das Bollwerk nicht fallen, Commander. Wenn du das verteidigst, verspreche ich dich zu meinem General zu machen. Das ist natürlich gut. Kann ich es nicht machen? Ah, okay. Das Bollwerk soll es sein. Das Bollwerk ganz und gar gemein. Aber das in der nächsten Aufnahmerunde. An der Stelle hoffe ich euch viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein könntet, wenn wir das Bollwerk verteidigen. Bis dato, macht es gut. Wir hören immer. Tschüssi.